Moin Leute, der Capo hier. Hallo! Ja, ihr wollt mal ein bisschen reinschnuppern in das Thema Bilder erstellen mit künstlicher Intelligenz, habt aber keinen Bock, gleich Geld in die Hand zu nehmen, dann seid ihr hier genau richtig, denn wir sprechen über Leonardo. Ja, und ich der Kaiser von China, aber der Leonardo ist nicht gemeint, ich meine Leonardo AI. Ja, und um das Ding benutzen zu können, geht ihr auf leonardo.ai, den Link packe ich nochmal in die Beschreibung, dann landet ihr auf deren Homepage und hier müsst ihr euch nur mit eurer E-Mail-Adresse anmelden. Und dann steht ihr auf der Warteliste. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber keine Angst, das sollte recht fix gehen. Bei den meisten, von denen ich gehört habe, 1 bis 2 Tage, dann werdet ihr hier angenommen. Abgelehnt wurde meines Wissens nach noch niemand hier. Insofern einfach mal direkt anmelden und in 1-2 Tagen solltet ihr dann auch freigeschaltet sein. Eine Ewigkeit später. Ja, und wenn ihr dann angenommen wurdet, dann loggt ihr euch ein und landet auf der Homepage. Und kostenlos ist im Leben ja leider nur weniges. Insofern kostet auch Leonardo ein bisschen was. Abgerechnet wird hier in Tokens. Das könnt ihr euch vorstellen wie Münzen. Und für jeden Job, den Leonardo für euch macht, zahlt ihr dann Münzen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Münzen, je nachdem, wie komplex der Job ist. Das Gute ist allerdings, ihr bekommt hier jeden Tag 150 neue Tokens, also neue Münzen. Man kann jetzt nicht Pause machen und sagen wir mal 2 Tage nichts machen und dann hat man schon 300 Münzen. Es bleibt bei 150, das ist das Maximum, was es kostenlos gibt. Aber gut ist, die Software, die zählt halt runter alle 24 Stunden, füllt die dann wieder auf 150 und das halt jeden Tag ohne Pause. Der Gerät wird nie müde, der Gerät schläft nie ein. Ansonsten finde ich deren Homepage recht aufgeräumt. Ihr habt hier oben schon ein paar verschiedene Models, die vorgegeben werden, also Stilistiken nenne ich das Ganze mal, wie eure Bilder quasi aussehen könnten. Da gibt es viele von Leonardo, es gibt aber auch Models, die trainiert wurden von Usern. Ihr könnt ihr selber auch Models trainieren. Da ist also auf jeden Fall ein Community-Gedanke gegeben, finde ich sehr schön, eine gute Idee. Und hier unten gibt es dann den Community-Feed. Da seht ihr die Bilder, die zuletzt von den anderen Usern gemacht wurden. Und da sind wirklich schöne Sachen schon dabei. Guckt mal hier, das ist schon sehr fotorealistisch. Was haben wir noch? Ja, hier den alten Mann, auch sehr schön. Oder hier dieses japanische, chinesische. Also da ist wirklich, muss sich hinter Midjourney nicht wirklich verstecken, hat wirklich sehr gute Skills am Start. Und ja, ihr könnt natürlich jetzt auch wie bei Midjourney oder vielleicht bei anderen KIs auch zum Beispiel auf so ein Bild draufklicken. Und dann sieht man den Prompt, der benutzt wurde und man sieht, wer dieses Bild erstellt hat. Nome Radona, kann ich followen, ne? Kann ich suchen. Also schönen Gruß an Heinrich aus der Schweiz. Auch hier kannst du Leute wieder stalken. Ist nur Spaß. Aber auch das funktioniert hier wunderbar. Man sieht, mit welchem Model das Ganze trainiert wurde. Man kann jetzt im Prinzip Creative Upscale, also da noch neue Bilder draus erstellen, die downloaden, sharen und sowas alles. Ne? Ihr wollt ja wahrscheinlich eure eigenen Bilder erstellen und nicht die Bilder von anderen Usern benutzen. Aber die Prompts, die hier drin stehen, die können einem schon mal so ein bisschen helfen, kreativ zu werden für eigene Sachen. Ja, das war also quasi die Homepage. Wie gesagt, oben die Models und dann gibt es hier den Community-Feed. Und auf der linken Seite habt ihr dann das Menü. Da gehen wir mal ganz schnell durch. Da schiebe ich mich mal ein bisschen zur Seite, damit ihr den Rest auch seht. Hier kommt ihr wieder auf die Homepage. Hier gibt es den Community-Feed. Also das ist im Prinzip nur das, was auf der Homepage auch schon ist, dass ihr sehen könnt, was haben die anderen User so erstellt. Dann der persönliche Feed, die Bilder, die ihr zuletzt erstellt habt. Dann Training und Datasets. Da kann man das eigene Model oder eigene Models erstellen, kreieren. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Ich habe jetzt nicht die Intention, mir irgendwie ein Model zu erstellen. Es gibt viele schöne. Wäre aber möglich, könnte man mal ausprobieren. Fine-Tuned Models sind quasi die Models, die von den Usern schon erstellt wurden. Lässt sich auch in Kategorien einblenden. Hier seht ihr die Plattform-Models, die Community-Models, meine Models, ich habe ja keine, und Favorite-Models. Man kann also auch noch Favoriten angeben. Und da ist eine Menge schönes Zeug dabei. Da kann man, glaube ich, sehr kreativ werden. Natürlich die üblichen Pixar, Disney und sowas alles. Aber ich habe hier auch South Park gesehen. Gangster Paradise, könnte auch bitte Zombie Anime, sieht auch süß aus. Ja, das ist eine Menge Zeug, da kann man auf jeden Fall mit Sicherheit mal ein bisschen rumspielen. Und mit 150 Tokens am Tag, wie gesagt, kommt ihr damit schon ein bisschen weit und könnt ein bisschen was ausprobieren. Das sind also die Feintuned Models. Dann gibt es hier noch AI Image Generation, da könnt ihr eure Bilder dann erstellen quasi. Dann AI Canvas, hier kann man die Bilder noch ein bisschen bearbeiten. Auch sehr spannend, schauen wir uns nochmal an. Ist noch in der Beta-Version, aber läuft schon ganz gut.
und Texture Generation. Da lassen sich dann wohl Texte generieren, auch mit 3D-Effekten und sowas alles. Ist nicht in meinem Interessenbereich, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, ist auch noch eine Alpha-Version. Ist nicht unbedingt das, was ich jetzt gerade brauche. Ne? Wir wollen uns ja mal ein Bild generieren. Also schiebt sich der Onkel mal wieder hier an der Seite. Und das können wir halt machen über die Homepage, über direkt ein Model. Sagen wir mal, ich skippe jetzt hier mal ein bisschen durch und nehmen wir mal hier Pixel Art. Da könnte ich jetzt draufklicken. Dann sieht man, wer das erstellt hat. Leonardo hat dieses Model trainiert. Und das machen wir jetzt einfach mal. Generate. Und ich hatte hier vorhin schon mal eingegeben, da ist das Video leider abgekackt. A sports car in a futuristic city. Also ein Sportauto in einer futuristischen Stadt. Und das lasse ich mir jetzt mal mit Pixel Art ausspucken. Ich könnte jetzt noch sagen Leonardo Style oder Non. Bei Leonardo Style gibt er so ein bisschen, ja, ein bisschen anderes Salz in die Suppe oder ein bisschen mehr Salz in die Suppe. Ich möchte jetzt hier wirklich nur in Pixel Art Model dieses Auto kreieren. Man könnte noch sagen Add Negative Prompts. Man könnte hier sagen, zum Beispiel Bäume, Neonlichter, Menschen, all das soll auf eurem Bild nicht erscheinen. Ne? Ich brauche das jetzt gerade nicht, weil ich möchte, dass ja, dieses Model einfach mal kreativ wird. Also, ich lasse mir jetzt 2 Bilder erstellen. Das kostet mich also 2 Tokens. Zum Ausprobieren reicht das Masse hin. Also lasst uns mal 2 Bilder generieren. Und die Wartezeit überspringe ich mal nicht, damit wir mal sehen, wie lange er braucht. Er ist nämlich recht schnell. 5 Sekunden, ne, und fertig. Wir haben hier unser Pixel Art Auto vor einer futuristischen Stadt. Klar, das ist natürlich oldschool. Kann man jetzt tatsächlich die Qualität vielleicht nicht so richtig bewerten. Machen wir also das Ganze nochmal mit einem anderen Model. Wir gehen wieder auf die Homepage. Scrolle hier mal ein bisschen rum. Magic Items. Nehmen wir mal Leonardo Select. Keine Ahnung. Generate with this model. Abgefeuert, kostet mich wieder 2 Tokens, weil ich 2 Bilder mache und sonst keine Befehle eingegeben habe. Ja, 6 Sekunden. Oh ja, da sehen wir schon ein bisschen futuristisch. Sieht ein bisschen besser aus. Ist jetzt nicht fotorealistisch, aber auch hier sind schon die Spiegelungen ganz schön. Ne, als Negativprompt hätte ich jetzt People oder Humans oder so reinpacken können, dann wären hier keine Menschen drauf. Und hier noch ein anderes. Sieht auch sehr schön aus. Jetzt könnt ihr mit diesem Bild noch ein bisschen was machen. Ihr könnt das erstmal löschen, wenn ihr Bock habt. Dann könnt ihr euch das natürlich direkt runterladen. Dann gibt es hier Unzoom Image. Das ist noch in der Beta-Version. Kostet 5 Token. Da versucht er halt quasi vom Bild nicht wirklich was abzuschneiden. So heißt es zumindest. Und das kann man sich jetzt angucken. Original Image haben wir ja gesehen. Und jetzt das Bearbeitete. Ne? Er zoomt so ein bisschen raus. Bei anderen Bildern habe ich gesehen, macht er mir dann so ein bisschen so einen Rahmen drumherum. Da muss man mal mit rumspielen. Ich weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Ne? Einfach rumspielen. Remove Background. Das ist auch sehr cool. Du kannst hier den Background removen, also den Hintergrund löschen. Hast du einen Migrationshintergrund? Nein, ist einfach so eine weiße Wand. Kostet 2 Tokens. Ich mache das einfach auch mal. Und alleine dafür kannst du diese Software ja schon benutzen, wenn du Background Remover brauchst, einen kostenlosen. Du hast ja jeden Tag 150 neue Tokens am Start. So, No Background, gucken wir mal, ob das geklappt hat. Ja, hat er mir das Auto hier schön ausgeschnitten. Könnte ich jetzt so runterladen und hätte wirklich nur die Karre. Ne? Dann haben wir hier noch Creative Upscale, 5 Tokens. Upscale Image Alternate, HD Smooth Upscaler und HD Crisp Upscale. Nochmal ein anderer Upscaler, also auch hier tatsächlich viele Optionen, die man ausprobieren kann. Lass uns doch mal einen nochmal nehmen, so einen Crisp Upscaler. Ja, also er bearbeitet das quasi nochmal ein bisschen. Hier das Crispy und hier das Original. Das macht schon ein bisschen Unterschied. Ne? Also ein paar verschiedene Upscaler, wirklich sehr interessant. Dann lass uns doch nochmal ein Bild generieren mit einem anderen Style. Und jetzt bleiben wir mal direkt mal hier drin und da kannst du jetzt hier gleich sagen, bitte mach das jetzt mal mit Vintage Style Photography. Wir nehmen jetzt mal Leonardo Style mit dazu. Jetzt möchte ich mal 4 Bilder. Prompt Magic könnte ich hier noch anklicken. Soll wohl auch noch ein bisschen mehr Leonardo Style dazu geben. Ich habe damit noch nicht so viel rumprobiert. 768 lasse ich jetzt auch mal einfach so stehen. Die Aspect Ratio, die man noch ändern kann. Ne, nehmen wir jetzt mal hier 16x9. Ach nee, wollte ich ja nicht machen. Ach, wir machen es einfach trotzdem mal. Mal sehen, was er ausspuckt. Dann könnt ihr hier noch ein bisschen mehr rumspielen, mehr Details einstellen. Image to Image könnt ihr machen. Ihr könnt auch hier einen Seed benutzen. Alles Sachen, auf die ich jetzt mal nicht eingehen will. Da kann man gerne mal ein bisschen mit rumprobieren. Wir machen jetzt nochmal dieses Sports Car in Vintage Style. 4 Bilder, kostet also 4 Token. Und dann sehen wir mal, was da ausspuckt. 5-6 Sekunden sollten das sein, nicht viel mehr. Ja, da haben wir schon. Okay, auch hier sehen wir wieder. Ja, das sieht doch recht
detailreich aus und auch schon ein bisschen nach Fotografie. Das hier auch, wobei dieses Auto schon ein bisschen komisch ist. Auch das Bild finde ich ein bisschen trüb, sieht eher so nach Regenwetter aus. Auch nicht schlecht. Auch wieder schöne Spiegelungen hier, ne? Also auch schon wieder ziemlich fotorealistisch. Ja, das ist so ein bisschen gemalter und auch das Auto macht nicht so viel her. Aber ich glaube, die Idee ist klar, er spuckt wirklich ein paar ganz schöne Sachen aus. Und mit den verschiedenen Prompts, die ihr hier habt, Models, die ihr hier habt, könnt ihr definitiv eine Menge rumspielen. Ebenso interessant fand ich noch AI Canvas. Da könnt ihr quasi euer Bild, was ihr gerade erstellt habt, oder auch ein Bild, was ihr hochladen wollt, da könnt ihr dann noch bearbeiten. Ich lade da jetzt mal kurz eins hoch. Und zwar nehmen wir mal hier mich. So. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kann ich nichts dafür. Ja, ich weiß. Könnte was Besseres sein, aber nehmen wir mich. Und jetzt kannst du hier verschiedene Dinge einstellen. Ich habe noch nicht so viel damit rumgespielt, aber es gibt ein paar schöne Möglichkeiten. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Maske, die wir anlegen. Hier können wir den Cursor quasi größer machen. Jetzt gehe ich mal rein und male mir mal eine Sonnenbrille, ne, oder eine Brille. Jetzt maskiere ich den Bereich, den ich bearbeiten möchte. Mehr ist das noch nicht. Dieser Bereich soll bearbeitet werden. Jetzt steht hier schon, das habe ich vorhin schon eingegeben, Person wearing sunglasses. Das soll er jetzt mal machen, kostet mich 4 Token. Und wie ihr seht, ich habe eine schöne Brille bekommen. Sieht ein bisschen schräg aus, aber ich glaube, die Idee dahinter ist klar. Ne? Ihr könnt damit quasi Teilbereiche eures Bildes maskieren und dann die ersetzen durch andere Objekte oder so. Ne? Ja, ich wollte auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen mit dem Ding, wollte euch den nur mal zeigen. 150 Tokens am Tag, damit kann man schon ein paar Bilder generieren und auch ein bisschen ausprobieren mit dem Ding hier. Finde ich ziemlich stark. Ja, wenn ihr wollt, dass ich da doch ein paar Videos mal mehr mache und das Ding auseinander pflücke oder so, dann würde ich mir das vielleicht ein, zwei Monate mal gönnen und dann können wir da mal ein bisschen rumspielen mit dem Ding. Da kommen wir auch schon zu den Preisen. Es ist wie Midjourney und diese anderen Geschichten auch ungefähr gleich teuer. Mir ging es darum, euch das Ding als kostenlos zu zeigen und nicht anzuprangern oder anzupreisen, wie geil es doch für 10 Dollar oder so im Monat wäre. Ne? Einfach ein bisschen rumgucken, wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare, dann kann ich mich da gerne ein bisschen schlau machen. Eine Sache finde ich noch sehr, sehr interessant. Und zwar, was ist denn eigentlich mit den Bildern, wenn ich mir die runtergeladen habe, kann ich die denn benutzen? Und hier steht, ich fasse es nur mal kurz zusammen. You own all the content you generate using the platform. Du hast diese Bilder für dich, auch wenn du im kostenlosen Plan unterwegs bist. Und kannst du diese Bilder denn jetzt auch kommerziell benutzen? Ja, du kannst die Bilder kommerziell benutzen und das gilt auch für die Bilder, die bei den Free-Users gemacht wurden. Also für die kostenlosen, für die 150 Tokens, die ihr jeden Tag kostenlos kriegt. Also ich kann tatsächlich mir hier kostenlos ein Bild erstellen, könnte das auf ein T-Shirt oder eine Tasse drucken und könnte das dann quasi verkaufen. Ja, als Fazit kann man nur sagen, keine komplizierte Installation, 150 Tokens jeden Tag direkt für Umme in die Tasche, da gibt es nicht viel zu meckern. Ansonsten die Qualität von Leonardo ist auch sehr schön, muss ich nicht wirklich hinter Midjourney verstecken. Na klar, es gibt wahrscheinlich dann doch auch noch Unterschiede, aber das sind wirklich tolle Bilder, die dabei rauskommen. Insofern probiert es einfach mal aus, wenn ihr dann Blut geleckt habt, dann kann man sich ja mal vielleicht ein Abo gönnen. Wenn ich ein bisschen mehr da mal rumstöbern soll und vielleicht ein bisschen was rausfinden soll, würde ich dazu wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen wollen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt in Richtung Copyright-Bilder, was kann ich jetzt wirklich damit machen und wem gehören die, hier nochmal ein Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, da beantworte ich die Fragen, wem die Bilder denn jetzt wirklich gehören. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als wie immer, bleibt gesund, bleibt stabil, euer Capu.